Die ersten Zähne. Ihre Pflege ist wichtig. Doch am Anfang geht es noch nicht um die perfekte Putztechnik, sondern um die Gewöhnung ans Putzen. Nur die oben noch mal putzen. Da ist noch nicht so viel zu sehen, ne? Mit den Folgen schlechter Pflege hat man sein Leben lang zu schaffen. Denn Milchzähne sind Platzhalter für Zähne, die danach kommen. Der erste Zahn ist ein Auftakt für eine unruhige Zeit. Da hilft es, gegen den Druck anzubeißen. Sie hat auch immer mal ein Stück Brot in die Hand bekommen, schon mit 6 Monaten, zum drauf rumkauen. Und allein dieser Kauwiderstand, wenn sie zahnt, das tut ihr so gut. Zähne kriegen ist zwar keine Krankheit, tut aber ganz schön weh. Da, wo der Zahn durchkommt, ist das Zahnfleisch geschwollen und schmerzt. Sehr gut hilft ein gekühlter Beißring. Man kann auch den Kiefer massieren. In der Apotheke gibt es dafür Tropfen. Au. Und wenn doch einmal die Nuckelflasche ran muss, keine gezuckerten Getränke wie süßen Tee oder Saft. Denn Milchzähne können auch Karies weitergeben. Also. Ist ja ein Zahnmonster? Ja. Oh, ich sehe auch Zahnmonster. Alles voll. Die machen wir fertig. Wenn das Putzen sich schwierig gestaltet, helfen kleine Tricks und lustige Spiele. Ich mach mal so. Wieder, wie macht der Fuchs? Genau, so macht der Fuchs. Wer wie der Fuchs guckt, bleckt die Zähne. Und schon sind sie sauber. Hauptsache, man geht auch die Zahnpflege nicht zu verbissen an. Nach einiger Zeit klappt das Zähneputzen auch ohne Hilfe. Und für den Eisenbahnfan ist das ein toller Anreiz, sich regelmäßig die Zähne zu putzen.